Herzlich willkommen, ich bin Daniel von der Dog University. In diesem Thema geht es um drei einfache Übungen zum Thema mehr Hundehaltung. Ja, in Deutschland werden Hunde immer beliebter. Mittlerweile findet man häufig Familien, wo nicht nur eine Fellnase wohnt, sondern direkt mehrere. Und da sind meiner Meinung nach ein paar Dinge zu beachten. Eine der Basics überhaupt, das wird sich jetzt relativ einfach anhören, aber es wird wahnsinnig häufig falsch gemacht, ist zunächst erst einmal den Hund mit seinem Namen richtig anzusprechen. Natürlich ruft ihr alle eure Hunde mit dem Namen, das ist klar. Aber ihr schaltet den Namen oft nicht vor, oder das ist zumindest das, was ich oft erlebe, dass der Name nicht vorgeschaltet wird, wenn ein Kommando gegeben wird. Wenn man also mehrere Hunde hat und man ist dann vielleicht auch wütend und sagt mal Nein oder man sagt einen Sitz oder einen Platz oder irgendetwas oder auch der Rückruf, dann ist es häufig so, dass der Name nicht gesagt wird. Und wenn die Hunde das alle können, dann ist es schwer zu verstehen, dann müssten eigentlich alle Hunde dieses Kommando ausführen. Und ja, die Grundlage dafür, dass ich einen Hund alleine ansprechen kann, ist, dass ich immer den Namen vorschalte. Ich würde dann also sagen, Luis, Sitz, Nora, hier und wie auch immer eure Hunde heißen, schaltet den Namen vor, insbesondere bei Korrekturen. Insbesondere, wenn ihr eure Hunde abbrecht, wenn ihr mal Nein hinterher ruft oder wenn euer Hund irgendetwas nicht tun soll, dann ist es besonders wichtig, dass der Name vorgeschaltet wird, weil sonst unterbrecht ihr ja einen Hund in einem Verhalten, der vielleicht gar nicht gemeint ist und der dann letztendlich das Ganze auch nicht verknüpfen kann. Wie man jetzt trainieren kann, dass der Hund auch nur dann reagiert, wenn er angesprochen wird, da gibt es eine einfache Übung mit Leckerchen zu, die zeige ich euch jetzt. So, ganz einfache Grundlagenübung ist, beide Hunde zu sich holen. So, jetzt habe ich sie hier, Luis sitzen, jetzt kriegen sie ein Leckerchen von mir, aber ich schalte den Namen vor. Ich sage jetzt Luis, dann bekommt er das Leckerchen. Und jetzt, infolgedessen, sage ich Nora und Nora bekommt das Leckerchen. Ich spreche sie also vorher immer mit dem Namen an. Luis und Nora. Kann ich dann auch variieren, ich kann dem einen Hund mal zwei hintereinander geben. Luis. Luis. Und Nora. So, das ist der erste Schritt. Das wiederhole ich halt ein paar Mal. Jetzt gibt es einen kleinen Test, wie ihr überprüfen könnt, ob eure Hunde das bereits verstanden haben. Und zwar nehmt ihr jetzt ein Leckerchen in die Hand, legt es offen in die Hand und haltet es so hin, dass beide Hunde drankommen. Kein Hund sollte natürlich dran gehen. Und wenn ihr dann den Namen des Hundes sagt und der Hund sich das Leckerchen holt, dann wisst ihr, dass eure Hunde das verstanden haben. Nora Sitz. Jetzt muss ich sie einmal erst wieder ins Sitz bringen. Jetzt halte ich hier ein Leckerchen hin. Luis. Luis. Sitzen, sitzen, Nora. So, jetzt darf sie sich das nehmen und so kann ich das dann abwechselnd machen. Luis, Nora. Gut, okay. Relativ einfache Übung mit einer großen Wirkung. Wenn ihr das ein bisschen trainiert habt, dann trainiert ihr euch auch gleichzeitig damit, dass ihr den Hund immer mit Namen ansprecht und folglich das dann natürlich auch macht, wenn ihr mal den Hund mal korrigiert. Oder wenn nur ein Hund ein Kommando ausführen soll. Das ist für mich eine der Grundlagen in der Mehrhundehaltung. Eine weitere Sache, die ich wichtig finde, ist, dass wenn ich einen Hund rufe und möchte mit einem Hund etwas machen, dass ich auch mit diesem Hund alleine als Halter dann ein bisschen Zeit habe und mich mit dem Hund beschäftigen kann. Bedeutet, ich möchte nicht, wenn ich einen Hund rufe, dass dann immer alle Hunde ankommen. Und es gibt sehr häufig Hunde, die gehen auch dazwischen. Die sagen dann, das ist
mein Halter, das möchte ich nicht. Das wird oft so als so ein bisschen Eifersucht bezeichnet. Das könnt ihr daran erkennen, wenn ihr einen Hund ruft und ein anderer Hund kommt immer mit. Der kommt immer mit zu euch. Oder es könnte sogar noch deutlicher zu sehen sein, dass wenn der Hund sich dann querstellt oder dazwischen stellt, der splittet also hält den anderen Hund von euch weg oder springt den anderen Hund an. Einige nutzen auch Strategien, indem sie Submissionsverhalten zeigen oder indem sie den anderen Hund dann zum Spielen auffordern. Das ist in dem Fall dann so eine Strategie. Achtet mal genau drauf und wenn ihr einen Hund habt, der das macht, das passiert sehr häufig, dann macht ihr eine kleine Übung, die zeige ich euch jetzt. Ihr setzt euch auf den Stuhl, ruft die Hunde getrennt ran und schickt dann wirklich immer den anderen Hund weg, der dazwischen kommt und der den anderen Hund ausbremst. Das ist eine relativ einfache Übung, aber auch mit einer großen Wirkung. Das Ganze braucht ihr natürlich nicht machen, wenn ihr diese Problematik nicht habt. Aber wie das genau geht, zeige ich euch jetzt mal. Luis! Ab. So, jetzt schicke ich sie weg. Ich habe den Hund gerufen und nicht die Hündin. Und Luis! Beim zweiten Mal sieht man schon, dass sie jetzt nicht so nah kommt. Sie geht nicht zwischen. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Ich kann dann in der Übung die Hunde auch mal ein Stückchen wegbringen. Ein bisschen provozieren. Nora! Jetzt kommt er. Ich schicke den Hund. Kommt, Nora! Gut. Ich habe sie gerufen. Ich lobe sie. Sie bekommt Streicheleinheiten von mir. Sie kann auch ein Leckerchen dann im Endeffekt von mir bekommen. Jetzt kommt er wieder an. Ihn schicke ich weg. Ich habe die Hündin gerufen. Sie wird von mir belohnt. Und hier ist es wichtig, dass ich den Hund auf jeden Fall ein bisschen auf Distanz halte. Er kommt ja jetzt auch so an. Das geht noch. Ich könnte ihn auch ein Stückchen weiter noch wegpacken. Nora! Nora! Ihn dann bremsen, sodass er einfach ein bisschen Abstand hält und nicht direkt zu mir kommt. Aber auch wenn der Hund ein Stückchen näher dran ist und hält den Abstand, dann ist das völlig okay. Das ist überhaupt nicht das Problem. Luis! Dann immer wichtig, den Hund auch wieder einzuladen. Komm her! Jawohl! Klasse! Er ist jetzt nicht so der Streichler. Oder beziehungsweise der Hund, der durch Streicheln zu motivieren ist. Aber es geht halt darum, den Hund dann auszubremsen, der immer mitläuft. Gerade wenn ich jetzt einen Hund rufe und der andere Hund kommt dann immer hier zwischen und trennt den anderen Hund ab oder blockiert den oder legt eine Pfote auf oder bremst den. Oder der andere Hund, der kommt dann hier hochgesprungen, der nicht gerufen worden ist, immer wenn ich den anderen Hund rufe. Da geht es wirklich darum, den Hund wegzuschicken, zu sagen, nee, du hast hier nichts zu suchen. Ich habe den anderen Hund gerufen, aber das natürlich im ausgewogenen Verhältnis zu machen und mal den Hund zu rufen, Streicheleinheiten zu geben, aber genauso natürlich auch dem anderen Hund mal zu rufen und Streicheleinheiten zu geben. Das ist eine schöne Übung, die kann man machen, sollte man auch tun. Im Endeffekt spricht nachher natürlich nichts dagegen, wenn beide Hunde mal kommen und so begrüße ich auch meine Hunde und streichel die dann und habe dann Spaß mit denen zusammen. Wir sind dann einfach ein schönes Trio und das passt auch ganz gut. Diese Übung ist dann wichtig, wenn du merkst, dass ein Hund immer dann kommt, wenn du den anderen rufst und dass ein Hund immer versucht, den anderen irgendwo abzutrennen durch die Verhaltensweisen, die ich dir gerade genannt habe. Die sind relativ deutlich zu sehen und gerade dann macht es Sinn, den dazukommenden Hund ein bisschen auf Abstand zu halten. Eine dritte gute Übung in der Mehrhundehaltung ist es, die Hunde getrennt abrufen zu können. Und zwar bewusst den anderen Hund warten zu lassen. Ich lege da also meine Hunde ins Platz oder in einen Sitz und rufe dann ganz gezielt die einzelnen Hunde ab. Das kann ich auch an einer Tür machen oder an irgendeiner anderen Stelle. Da geht es jetzt gar nicht um den Namen, es geht da eher so ein bisschen um die Impulskontrolle, dass ein Hund auch lernt zu warten und es akzeptiert, dass man sich individuell mit dem anderen Hund beschäftigt. Man kann das auch variieren, man kann dann auch einfach mal einen Hund hier länger, beispielsweise auf eine Decke oder irgendwo ablegen, mit dem anderen Hund spielen, mit dem anderen Hund arbeiten, irgendetwas machen und der andere Hund muss sich zurücknehmen. Wenn ihr die Übungen macht, dann bringt ihr da so ein bisschen
Struktur in die Mehrhundehaltung und ein bisschen mehr, es werden ein paar Regeln aufgestellt, die einfach das Zusammenleben schon erleichtern. Natürlich ist das Thema Mehrhundehaltung sehr, sehr komplex. Es gibt hunderte verschiedene Rassen, es gibt dann auch noch ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Und dann kommt natürlich auch noch der Hundehalter dazu. Also was sich da in diesem Beziehungsgeflecht oder besser gesagt in der sozialen Struktur entwickelt, das kann man letztendlich nie pauschal sagen. Es gibt für mich ehrlich gesagt auch noch hunderte andere Regeln für eine Mehrhundehaltung. Aber das würde jetzt auch das Thema dieses kleinen Videos sprengen. Ich hoffe, euch helfen die Übungen oder ihr denkt mal so ein bisschen darüber nach, ob das schon bei euch so läuft, ob das schon funktioniert. Wenn es nicht funktioniert oder wenn ihr das anders handhabt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn nur dann werdet ihr wöchentlich benachrichtigt, wenn unsere neuen Videos zum Thema Hundeerziehung und Hundetraining erscheinen. Viel Spaß beim Üben!